Yeah. So, letzter Morgen nochmal richtig gut geschlafen hier in Venice Beach, am Meer direkt, checkt's ab. Jetzt heute mal nicht so sonnig, aber das ist halb so wild. Wir gehen jetzt direkt ins Source zum letzten Mal zu Fuß. Das nächste Mal werden wir fahren müssen. Wie gesagt, wir ziehen heute um. Die Küche sieht immer bescheiden aus, um es mal nett zu sagen. Hier spielt gerade die Schweiz gegen Argentinien in der Verlängerung. Und yes. Ja, wir gehen jetzt ins Source. Leute, ich sag's voraus. Das Verlängerung. Auf dem Start. Ich sag's voraus. Schweiz gewinnt jetzt gegen Argentinien und wird Weltmeister. Ich hoffe, sie gewinnen nicht im Elfmeterschießen, sondern schon in der Verlängerung. Scheißegal, wie. Elfmeterschießen ist kacke, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber ich bin kein Fußballfan. Ich bin kein Fußballprofi. Darum, I don't give a fuck. Gehen wir. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. So, Patrick hat schon den Schlachtplan für heute markiert. Denn, es ist ja so, wir ziehen ja heute in diese Villa ein und die hat 5 Zimmer. 6. Oder 6 Zimmer. Ja, 6 Zimmer. Und die einigen, der ein oder andere weiß noch, wie das in Koh Samui war. Da war es ja, haben wir gelost. Karl hat am Schluss das abgefuckte Zimmer bekommen. Auf jeden Fall habe ich und Patrick uns schon ein bisschen vorüberlegt, dass wir heute ja einen Vorteil haben, weil wir schon hier sind. Das heißt, wir fahren nachher direkt mal hoch. Psst, nichts rauchen, nichts Karl sagen. Und werden schauen, dass wir natürlich schon die besten Zimmer für uns jabbern und auch schon schön die Küche mit Steaks und Chicken Breast füllen, damit wir da schon mal so ein bisschen anti-vegan eingestellt sind. Nee, kein Spaß. Nee, auf jeden Fall schauen wir auf jeden Fall, dass wir vorher da sind. Weil, wie gesagt, ja, wenn 5 Leute alle Zimmer einräumen. Wenn 5 Leute, ja, genau, das ist dann auch wieder ein bisschen chaotisch. Ich freue mich, die Typen wieder zu sehen. Ich freue mich auf gemeinsame Projekte. Und was ich trotzdem ein bisschen schade finde, ist nicht mehr hier zu sein. Mhm. Weil es ist einfach. Traum. Also, Leute, wenn ihr. Ich sag jetzt mal so, wenn ihr euch ein Budget gesetzt habt, uns ins Budget reicht, das ist nicht die günstigste Wohnung. Es gibt auch noch teurere, ihr könnt auch noch in viel teurere Hotels in Santa Monica. Aber es ist nicht gerade günstig. Aber wenn ihr das Budget habt, checkt mal die Venice Suites ab oder die Venice Admiral Suites. Das sind dasselbe Unternehmen und ich bin jetzt schon zum 2. Jahr bei denen und die Lage ist einfach perfekt. Perfekt dafür. Wie gesagt, wir laufen jetzt hier seit einer Minute, sind schon praktisch wieder im Gold und am South. So muss das sein. So, Leute, South und Hampton. Das letzte Mal hier einfach zu Fuß hinspaziert. Und erklär uns noch schnell, was mit der Schweiz passiert ist vielleicht. Ja, Leute, in der Verlängerung 1-0 verloren gegen Argentinien. Das fuckt mich richtig ab. Ja. Das fuckt mich richtig ab. Also die Schweiz damit disqualifiziert. Damit geht mein Tipp weiter für Holland. Soweit, Holland sind einfach coole Typen. Und schau mal, wer wir hier haben. Special Hallo. Guest, Anja Zeiler. Ihr habt es gesehen auf Instagram. Und der Grund, wieso wir heute hier schnell frühstücken gegangen sind, ist folgender. Ich habe Anja schon seit einer Zeit jetzt hier im Internet verfolgt und sie ist einer der, sag jetzt mal, größeren Namen hier in der Schweiz und allgemein auch eine Person, die sich durchgesetzt hat. Und so wie wir auch, und das macht mir selber natürlich sehr Freude und das macht uns auch stolz, dass es auch noch andere... Laut, ne? Andere Schweizer gibt hier. Und ja, wir haben uns jetzt mal ein bisschen abgesprochen und haben Anja gefragt, auf was sie Bock hat. Auf was hast du Bock? Auf eine Zusammenarbeit mit euch. Training, Essen, beides. Essen klingt immer gut. Bin ich Essen, immer dabei. Essen ist immer gut. Training auch, ja, Training auch. Aber Training Essen zuerst. Was ist dein Lieblingsessen? Nun, mein Lieblings-Cheat-Meal ist ein richtig fetter, geiler Burger. Das ist richtig 1-Pound-Steak, so richtig geil und fett, so medium-rare. Richtig schön rosa in der Mitte und dann richtig geil Soße, ein fettes Brot. Und dann so einfach das Schlimmste vom Schlimmsten. Danach noch vielleicht ein Ice Cream und dann noch ein bisschen Cheesecake Factory. Und am nächsten Tag geiler Leg Day. Dann ist alles vergessen. Alles perfekt. Also ich hoffe, ihr habt es gehört. Wir sind hier gerade ein bisschen am Start, aber ihr wisst ja, wir machen alles immer first take, one take only. Yes. Also das heißt, wenn wir was machen, wird es schon fast ein Cheat Day sein müssen. Oder ein Leg Day. Wir können auch das Mastros zusammen abtesten oder irgendwas abtesten. Mastros. Am
haben wir geskippt vor zwei Tagen, hat nicht mehr gereicht. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall noch testen gehen in Beverly Hills. Wer geht da auch immer essen? Ja, das ist Stammlokal von David Beckham, Dr. Dre, Snoop Dogg. Also es ist Homie-Laden. Ich habe ja auch schon Robbie Williams gesehen. Ja. Robbie Williams. Wer? Robbie Williams ist seine Frau rausgelaufen. Also Robbie. Ah, hi Robbie. Ah, hi. Cool. Robbie oder Robin? Robbie. Robbie, ja. Geht's dir noch? Ja, klar. Übrigens, Anja ist eine Schweizerin. Ja, hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, ist ja schon im Blick gewesen, sagt man sich so. Etwa dir. Ein paar ganz schlauen Artikel. Ja, unglaublich. Also, ihr seht, sie kann sich auch sehr gut auf Deutsch einstellen. Deswegen, ihr seid jetzt gefragt, was wollt ihr sehen? Und entsprechend wird das nachher kommen. Und ja, wir checken jetzt nachher mal in Hollywood ein und melden uns dann später wieder. Von daher, macht euch einen schönen Tag und man sieht sich. Bis bald. So, und was haben wir da vorne? Hollywood! Welcome to Hollywood, baby! Yeah! Hollywood! So, wir sind gleich da. GPS hat uns wieder mal sehr verlässlich gelotst. Für alle Leute, die zum ersten Mal in den Staaten sind, zum ersten Mal ein GPS brauchen, Google Maps, Leute. Auf keinen Fall das iPhone-Navigation, also das Apple Maps oder wie das heißt, ist eine absolute Katastrophe. Direkt Google Maps auf den Start und dann habt ihr nie ein Problem. Und das sieht auf jeden Fall schon mal nach einer sehr feinen Gegend aus. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass es zuerst geheißen hat, wir gehen in die LA Mansion, dann hat es dort zu wenig Platz, dann sind wir in eine andere, haben sie eine andere Villa angemietet und die ist jetzt auch schon, beziehungsweise die ist zu klein für uns, weil jetzt kommt noch Ben zusätzlich, Tim, Karl, ich und Ralf, das heißt, wir sind jetzt sechs Personen und entsprechend mussten sie jetzt nochmal eine krassere und nochmal eine größere Villa anmieten für uns und mal schauen, wo die ist. Sie ist ein bisschen weiter oben in den Hills. Natürlich sehr entspannt für uns, dass wir da wirklich am Morgen unsere Ruhe haben. Der Nachteil, wir haben jetzt natürlich jedes Mal fast eine Stunde bis zum Gold's Gym, beziehungsweise sicher 40, 45 Minuten, wenn der Verkehr nicht gerade total abfuckt. Das heißt, wir werden uns hier ein krasses Gym suchen müssen in der Nähe. Ich habe zwar heute mit dem Typen geredet, der bei uns die Wohnungen managt und der wohnt hier. Und der hat mir gesagt, dass es auch ein gutes Gold's Gym hier in West Hollywood hat. Deshalb lasse ich mich mal überraschen. Ich denke, heute steht Training sowieso nicht zur Debatte. Ich bin absolut durch. Ich habe die letzten Tage richtig krass wieder trainiert. Dadurch, dass ich auch was gemacht habe, das nicht auf dem Plan gestanden ist. Und das sage ich euch jetzt auch an dieser Stelle. Ich bin auf 4500 Kalorien direkt mal hochgeschossen von 3,9. Einfach mal zu schauen, was passiert. Und was ich jetzt gemerkt habe, ich habe sicher ein Kilo zugenommen. Aber Leute, ich habe Kraft gehabt wie ohne Ende. Das heißt, jetzt wieder ein bisschen moderat auf diesen Kalorien bleiben, mal schauen, ob ich noch mehr zunehme oder ob es so bleibt. Und im besten Fall, wenn es so bleibt, dann wird es ja dann auch langfristig gesehen irgendwann wieder runtergehen mit dem Gewicht. Und dann habe ich dann die Gains, Leute, dann habe ich dann die richtigen Gains. Also mein Ziel wäre es eigentlich zurückzukommen und euch mal so richtig zu überraschen, was hier gegangen ist. Und das trotz suboptimalen Umständen ab und zu. Jetzt wie gesagt, in Vegas ging gar nichts. Aber egal, wir fahren jetzt noch weiter nach oben. Und nachher melden wir uns wieder zurück. So Leute, da sind wir eingecheckt in unserer Mansion hier in Hollywood. Und ihr seht, es ist sehr idyllisch hier, sehr ruhig. Hier unten ist noch ein kleiner See. Hier mein Balkon, meine persönliche Schlafstätte. Geiler Spiegel zum Posen. Haben wir auch im Start, alles safe und sieht auf jeden Fall sehr, sehr heimelig aus. Hier ist Patricks Zimmer, er pennt dann wohl mit Tim, hier hat es nämlich zwei Betten drin, auch Balkon. Also ihr seht, die Wohnung ist platzmäßig auf jeden Fall ausreichend für uns, besonders nachdem wir jetzt wieder eine Woche relativ eng gehaust haben, sieht das Ganze hier schon ziemlich angenehm aus. Hier haben wir den Living Room, schön old country mäßig, mit Jukebox und Kamin und Workdesk. Dann kann Ralf dann wieder arbeiten, während wir was Lustiges machen. Hier noch so ein Living Room, ganz viele verschiedene Räume, ich habe es noch gar nicht alles abgecheckt. American Flag, sieht richtig ordentlich aus. So, ein bisschen eingekauft haben wir auch. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht bei uns. Es hat auch schon viel am Start gehabt, aber
standardmäßig natürlich ein Kilo Jasminreis oder sogar 2,5 hier. Dann haben wir hier unsere Schränke gefüllt mit allen möglichen Arten von Getreide, über Pancake-Mischung für den Foster Cake. Dreimal dasselbe Pulver am Start. Ihr seht, es hat hier schon einiges gehabt. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet, soweit. Das heißt auch Karl, Ralf, also Veganer, werden sich hier direkt wohlfühlen. Dann haben wir hier eine Sub- und Müsli-Ecke, hier mit ein bisschen Whey, ein paar Nüssen, Beze. Also ihr seht, wir sind supplementmäßig eigentlich alles soweit ausgerüstet. Patrick hat noch seine eigenen Supplements bei sich, aber sonst hier natürlich das standardmäßig wichtige Wimmer. Worth, Mojo, hier alles dabei, mein Kreatin. Ich schwöre immer noch auf das ganz normale, einfache Kreatin-Monohydrat. Hier noch ein paar Subs, die ich abgefüllt habe. Ich mache es mir da immer ziemlich einfach. Ich finde, wenn ich in den Ferien mehr als 10 verschiedene Sachen bei mir habe, dann geht das ganz einfach nicht mehr klar. Hier jetzt der Kühlschrank mit ordentlich Wasser gefüllt. Hier oben ein paar Worths gekühlt. Giovanni, das ist Magertopfen, Magerquark. Bisschen Gemüse. Wir haben heute jetzt wirklich mal die Basics angekauft. Hier noch meine private Schublade. Ich schwöre natürlich auf Organic. Alles Organic. Hier die Schublade von den anderen. Alles gefüllt. Und hier noch der Tiefkühler mit ein paar ordentlichen Skinny Cows. Und was ich auch mal ausprobiert habe, hier Kokosnussmilch-Eiscreme. Das sieht richtig gut aus, ohne Zucker versetzt. Ziehe ich mir später rein. Vielleicht hier auf dem Balkon mit dem schönen Sonnenuntergang. Richtiges Fell hier unten auch schon am Start. Also ich finde die Wohnung richtig nice. Ich fühle mich richtig wohl hier bereits jetzt. Und jetzt warten wir mal, bis die anderen kommen. Und dann sehen wir, wie sich das Klima entsprechend verhält die nächsten Tage. Wie gesagt, 6 Personen aufeinander ist in der Regel immer ein bisschen problematisch, aber bei so viel Platz kann ich mir das schlecht vorstellen. Wir haben noch mehrere Toiletten. Das heißt, auch wenn mal ein paar veganische Abgase am Start sind, sollten wir davon nicht betroffen sein. Und hier nochmal der Ausblick von der anderen Seite. Da hinten ist LA Downtown. Und das Ganze sieht einfach richtig geil aus. Auf der Kamera leider nicht halb so spektakulär wie in Wirklichkeit. Aber der Platz hier, ist schon richtig fresh. Downtown LA.